Hallo und herzlich willkommen zu meinem Live-Video. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr zuschaut. Heute geht es um ein Video, um ein Thema, das anscheinend gut bei euch ankommt, und zwar, woran man Problemkundinnen und Kunden oder unangenehme Kunden erkennt. Gut, bevor wir anfangen mit den Anzeichen oder Warnzeichen für Problemkunden, möchte ich noch so einen kleinen Disclaimer bringen, dass es eben Anzeichen sind und keine Beweise. Also nur wenn ein Kunde jetzt einen bestimmten Satz sagt, heißt das nicht automatisch, dass du jetzt Nein zum Auftrag sagen musst. Aber es sind halt so Anzeichen, da mal genauer hinzuhören beim Kunden und auch bei sich selber hinzuspüren, will ich diesen Auftrag annehmen oder will ich diesen Kunden haben. Und es ist halt auch so, dass ich seit 5 Jahren selbstständig bin und am Anfang habe ich es mir halt auch noch nicht leisten können, so picky zu sein und so viele Kunden abzulehnen. Also ja, du musst halt immer für dich abwägen, kann ich es mir gerade leisten, Nein zu sagen. Und ich bin auch froh, dass ich eben auch mit schrecklichen Kundinnen und Kunden gearbeitet habe, weil dadurch weiß ich halt, worauf muss ich achten. Was will ich nicht, wer ist für mich eigentlich ein Traumkunde, wem kann ich besonders gut helfen, etc. Also das erste Anzeichen, dass der Kunde vielleicht nicht so gut zu dir passt, ist ein unprofessioneller oder unhöflicher Umgangston. Also ich finde, das haben irgendwie so alle Problemkunden gemeinsam, dass sie dir wenig Respekt und Wertschätzung entgegenbringen. Und das hängt oft auch mit einem niedrigen Preis zusammen. Also wortwörtlich haben sie halt keine Wertschätzung, also es ist ihnen nicht viel wert, mit dir zu arbeiten oder deine Leistung zu bekommen. Da gehört halt auch dazu, wenn sie so auf dicke Hose machen, also das haben wir auf Instagram schon besprochen, wenn sie sich quasi über dich stellen, also sie sind ja so ein toller Unternehmer und du bist so der kleine Handlanger, der jetzt bitte was erledigen soll. Oder was die Christina auch gesagt hat, so ein Befehlston. Also zum Beispiel, ruf mich morgen um 10 Uhr an. Also da gibt es kein Bitte und kein Danke und vielleicht hast du morgen um 10 Uhr keine Zeit, bist gebucht. Also da ist dann halt auch kein Respekt für deine Zeit und für dein Business und deine anderen Kundinnen und Kunden gegeben. Und was auf Instagram auch aufgekommen ist, ist, manchmal gibt es auch so eine Mann-Frau-Dynamik, also dass Männer halt eher sehr überselbstbewusst auftreten oder vor allem ältere Männer sich dann vielleicht von jüngeren Frauen nicht wirklich sowas sagen lassen wollen. Und dazu möchte ich halt sagen, ich arbeite halt mit Männern und Frauen und ich habe auch Männer, die eben mir meine Expertenrolle zugestehen und die sagen, du bist die Expertin und du kennst dich aus mit Digitalmarketing und genau diese Expertise brauche ich, und die das vielleicht halt auch gut finden, dass ich halt jünger bin und quasi schon mit diesen Medien aufgewachsen bin. Also egal Geschlecht, Alter, manche checken es halt einfach und manche nicht, dass sie das halt brauchen und von wem sie es haben wollen. Das nächste Anzeichen ist, wenn sofort nach dem Preis gefragt wird oder gar nicht. Also wenn jemand sofort nach dem Preis fragt, ohne dir noch irgendwelche Infos gegeben zu haben, worum geht es überhaupt, was ist sein Anliegen, was ist sein Ziel, also ja, da hat es noch gar keine Info einfach dazu gegeben, dann ist das halt ein Anzeichen, dass diese Person so ein Preisshopping macht. Also halt bei ganz vielen Freelancern anfragt, vielleicht auch mit so einer Copy-Paste-Anfrage und einfach schaut, wo er oder sie den niedrigsten Preis bekommt. Oder der Preis wird halt gar nicht angesprochen. Also so auf der Art, ja, der Preis, der spielt gar keine Rolle und über den Preis reden wir dann später und so. Also das ist dann das andere Extrem und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass das auch oft darauf hinweist, dass der Preis eben sehr wohl eine Rolle spielt und dass diese Person vielleicht gerade nicht das Budget hat, das du brauchst, um diesen Auftrag erfüllen zu können. Und Leute, die wirklich
mit dir arbeiten wollen und diese Leistung haben wollen und das Geld haben, da kommt die Preisfrage dann irgendwann halt natürlich im Gespräch auf, weil natürlich müsst ihr auch über den Preis reden und natürlich will er wissen, wie viel das kostet. Aber es ist halt nicht, der Preis wird weder verschwiegen, noch steht er so krass im Mittelpunkt. Also es geht eher darum, dass der Kunde wissen will, was kann ich für ihn tun, was hat er davon, was ist sein Nutzen und dann wird darüber gesprochen, welches Preislabel das quasi hat. Ein anderes Anzeichen ist auch, dass die Chemie einfach nicht stimmt. Also der Kunde ist dir irgendwie unsympathisch oder ihr seid einfach nicht auf einer Wellenlänge. Das hängt dann oft auch damit zusammen, dass man aneinander vorbeiredet. Also der Kunde sagt irgendwas und du denkst dir so, hä? Also du checkst es einfach nicht und du hast auch das Gefühl, wenn du etwas sagst, dann versteht er nicht, was du meinst. Und wo ich auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn es so grundverschiedene Weltanschauungen gibt. Also wenn das zum Beispiel ganz andere politische Überzeugungen sind, die der Kunde hat, erstens will ich dann gar nicht mit ihm arbeiten und zweitens wird das dann auch nichts. Also wenn ihr so grundverschieden seid und nicht auf einer Wellenlänge, gerade als Dienstleister arbeiten wir trotzdem von Mensch zu Mensch. Also das muss einfach auch menscheln und menschlich passen. Was auch mit der Wertschätzung und dem Respekt zusammenhängt, ist, dass der Kunde dir nicht vertraut. Also da wird halt kontrolliert, ob du das eh richtig machst oder er redet dir dauernd rein. Also dir wird deine Expertenrolle nicht zugestanden. Und im Vorhinein fragen solche Kunden zum Beispiel viel nach deinem Werdegang. Also sie sagen zum Beispiel so, ja, erzähl mal ganz viel von dir, so was du gemacht hast und deinen Werdegang und bla bla bla. Fragen viel nach Referenzen oder für wen du schon gearbeitet hast und was du da gemacht hast und ob sie die vielleicht kontaktieren dürfen und so. Also ich arbeite lieber mit Kunden zusammen, die mir halt schon vertrauen, dass ich das auch gut machen kann, was sie bei mir angefragt haben. Dann ist auch so ein Anzeichen, Kunden, die immer mehr wollen, als du leistest oder als du anbietest. Also die sind nie zufrieden, nichts ist gut genug. Und wenn du dann abgeliefert hast, dann sagen sie, ja, aber kannst du nicht noch das und das machen? Oder sie wollen halt ganz viele Korrekturschleifen oder du sollst jederzeit zur Verfügung stehen. Also das sind solche Kunden, du gibst ihnen den kleinen Finger und sie wollen immer die ganze Hand. Und interessanterweise hängt das oft auch mit einem kleinen Budget zusammen, weil die Leute, die solche Feilscher sind, solche Preisjäger, die wollen ja für den kleinsten Preis möglichst viel Leistung, ja, wie ein Schnäppchenjäger bekommen. Und deswegen versuchen die halt immer noch mehr aus dir herauszupressen. Ein weiteres Anzeichen ist, wenn der Kunde bei der Anfrage schon ganz unrealistische Vorstellungen oder Forderungen hat. Also ob es jetzt die Zeit angeht, also ja, am liebsten hätte ich das gestern schon gehabt und kannst du das nicht in den nächsten paar Tagen machen und so. Oder, weiß ich nicht, du rechnest für ein Projekt 2 Wochen ein und der Kunde glaubt, es geht in 3 Tagen. Also einfach die Vorstellungen gehen zu weit auseinander. Oder eben auch, was das Monetäre betrifft. Also, ja, ihr redet von 2 ganz verschiedenen Preisen für das gleiche Ergebnis. Oder auch, wenn ihr euch über das Ergebnis uneinig seid. Also, für dich gehört da halt noch viel mehr rein und der Kunde will aber vielleicht irgendwas Kleineres haben. Also da muss man halt schauen, dass man wirklich auf einen Nenner kommt und vom selben Ergebnis spricht. Worauf man auch achten kann am Anfang ist, wenn der Kunde inkonsistente Handlungen zeigt. Das heißt, also wenn der Kunde wirklich mit dir arbeiten will und das Budget hat, dann meiner Erfahrung nach verläuft die ganze Anbahnung schnell und unkompliziert. Also er schreibt eine E-Mail, ich schicke die Preisliste, er bucht das Erstgespräch, wir treffen uns zum ersten Coaching, also das kommt einfach von selbst ins Rollen, ganz mühelos. Und wenn du einem Kunden
schon am Anfang irgendwie nachrennen musst, so, ja, willst du es jetzt oder nicht, oder schickst du mir jetzt bitte noch deine Rechnungsadresse, oder er taucht dann irgendwie unter und ist nicht erreichbar, oder ja, also einfach so, er zeigt dir mit seinem Verhalten, dass das Projekt jetzt eigentlich entweder er will es nicht, oder er kann sich's gar nicht leisten eigentlich, oder es hat halt einfach für ihn gerade keine Priorität. Ist ja in Ordnung, ja, aber es ist ja für dich Zeitverschwendung, wenn du dann da Angebote schreibst, nachfasst, vielleicht schon irgendwas im Terminkalender einplanst, Rechnungen schreibst und so weiter und dann wird es eh nichts. Und generell, also zum Thema inkonsistente Handlungen, so wie ein Kunde sich am Anfang zeigt, also zum Beispiel im E-Mail-Verkehr oder bei der Anfrage oder beim Erstgespräch, so wird er dann auch in der Zusammenarbeit sein. Also zum Beispiel eben unpünktlich, chaotisch oder er antwortet nicht oder er braucht alles sofort. Ja, also er dreht sich dann ja nicht auf einmal um 180 Grad, wenn ihr zusammenarbeitet, sondern er zeigt halt schon am Anfang, wie er drauf ist. Und da musst du dann halt dir überlegen, will ich das oder ist das der richtige Kunde für mich? Was ich halt auch finde, wenn jemand sagt, er braucht das jetzt sofort oder alles ist immer ganz dringend, wo ist da das Projektmanagement? Also das ist ja auch so ein Zeichen von Unprofessionalität für mich. Also es muss einem ja klar sein, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen kann und irgendein Projekt übers Knie breche, weil um ein gutes Projekt zu machen, braucht es einfach einen Prozess und gewisse Schritte und Deadlines und man muss sich zusammensprechen, das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ja, das zeigt halt wieder von wenig Respekt auch für deine Zeit und für deine Expertise, für dein Angebot. Genau, und der Kunde sollte auch in der Lage sein, seine Verantwortung zu übernehmen für das Gelingen des Projekts. Also es gibt ja auch solche Leute, die sagen, hier hast du, mache jetzt mal die Website oder den Website-Text oder das Logo und ich lehne mich zurück und mache gar nichts. Und du hast die ganze Verantwortung für das Gelingen des Projekts. Und ich finde halt, dass das nicht so ist. Der Kunde muss halt auch seinen Teil dazu beitragen. Zum Beispiel eben die Briefings gescheit ausfüllen oder zeitnah antworten, wenn ich Fragen habe oder mir irgendwelche Sachen bringen, wenn ich sie von ihm brauche. Und auch sich selbst darüber klar sein, was er eigentlich will. Was seine Marke ist, wofür er steht und so weiter. Also ich helfe meinen Kunden mittlerweile eh schon dabei, weil viele das eben nicht wissen, aber der Kunde hat auch eine Verantwortung einfach für das Projekt und kann sie nicht zu 100% auf den Dienstleister oder Freelancer abgeben. Also genau, Zeit finde ich halt eine Verantwortung. Also der Kunde muss auch Zeit haben für das Projekt und für Kommunikation mit mir und um mit mir zu arbeiten. Geld natürlich, er muss das Budget dafür haben. Es sollte eine klare Kommunikation stattfinden können. Also der Kunde muss einfach sagen können, was er will und was er nicht will. Und das auch in einem Wege, so dass ich es verstehe. Und das Einhalten von Deadlines. Also ich sage meinem Kunden halt, ich brauche das und das von dir bis in 2 Wochen. Und wenn das halt nicht passiert, dann können wir halt mit dem Projekt leider nicht wie geplant fortfahren. Dann ein weiteres Anzeichen ist, wenn der Kunde schon am Anfang versucht, den Wert deiner Leistung zu schmälern. Also zum Beispiel solche Sätze wie, ja, das dauert doch eh nicht lange oder ich könnte es ja eigentlich selbst, aber ich habe keine Zeit. Also so auf die Art, ist doch eh schnell gemacht und einfach und jetzt mach mal und ist ja nicht so viel wert und ja, kosten soll es halt auch nicht so viel. Ja, wo ich mir dann halt immer denke, warum fragst du es dann bei mir an, wenn es eh so leicht ist und du es auch selber machen könntest? Also, ja, da versucht der Kunde halt deine Autorität zu untergraben oder deine Expertise, um halt den Preis zu drücken. Genau, und das reduziert auch den Wert deiner Arbeit nur auf die Arbeitszeit, wenn er sagt, das dauert ja nicht lange. Ja, vielleicht dauert es nicht lange, aber vielleicht dauert es nicht lange, weil ich schon 10 Jahre Erfahrung habe und ja, die gehört ja auch bezahlt, diese Expertise. Was auch
Ja, eigentlich immer ein schlechtes Zeichen ist, ist, wenn vorab kostenlose Probearbeiten verlangt werden. Also wir Texterinnen und Texter kennen das ja. Kannst du nicht einen kostenlosen Probetext für uns schreiben? Oder ja, der Kunde weigert sich, eine Anzahlung zu leisten. Also alles, wo du quasi in Vorleistung gehen sollst. Kann ein Anzeichen dafür sein, dass der Kunde entweder kein Geld hat oder dich irgendwie ja, ausnutzen will, weil, also ich gebe keine kostenlosen Probetexte raus, weil es sind genug Texte von mir im Internet online. Ich habe eine Website, wo man sich informieren kann über meinen Schreibstil und was ich so mache und so weiter. Und warum soll ich einen kostenlosen Probetext schreiben? Ja, ich kriege im Kaffeehaus auch keinen kostenlosen Probekaffee. Also da sind wir wieder bei der Verantwortung des Kunden. Er muss mir halt alles so zur Verfügung stellen, sowohl eben Zeit, Budget, Infos und so weiter. Ich kann ja gar keinen sinnvollen Probetext schreiben, einfach mal so auf Geheiß, ja. Also da liegt die ganze Verantwortung dann wieder bei mir und es wird mir zusätzlich schwer gemacht, einen guten Text zu schreiben. Genau. Was auch gar nicht geht, meiner Meinung nach, ist, wenn jemand sagt, ja, ich habe schon mit ganz vielen Textern gearbeitet und das war alles überhaupt nichts und oder vielleicht sogar namentlich über andere herzieht. Ja, es kann natürlich sein, dass ein Kunde zum Beispiel, also das habe ich auch schon gehabt, dass Kunden sagen, ja, ich habe schon bei Textbroker gearbeitet und das war halt nichts und jetzt bin ich bereit, mehr Geld zu investieren und jetzt habe ich es gecheckt, warum Texte Geld kosten. Dann finde ich es okay, aber wenn jemand halt sagt, ja, ich habe schon mit ganz vielen Textern gearbeitet und das war alles nichts, dann würde ich mal genau hinhören, warum war das nichts, woran hat es gelegen, welche Erwartungen hatte der Kunde leicht, wie hat der Kunde seine Erwartungen kommuniziert. Also da kann man, glaube ich, schon gut herausfinden, ob der Kunde vielleicht einfach schwierig ist. Genau. Ein ganz, ganz schlechtes Zeichen ist auch, wenn der Kunde in Reichweite oder Referenzen bezahlen möchte. Also, ja, du kannst es ja kostenlos für uns machen und dann bekommst du ganz viel Reichweite, weil wir posten das dann dort und dort und da werden sicher ganz viele neue Kunden auf dich aufmerksam. Oder, ja, das wäre eine ganz tolle Referenz für dein Portfolio und für deine Website und das kannst du dann ja verwenden, um neue Kunden zu gewinnen, etc. Und ja, das ist halt immer ein Schmäh, einfach damit jemand kostenlos etwas von dir bekommen kann. Und ich kann mir von Reichweite nichts kaufen, ich kann mir auch von Referenzen nichts kaufen und ja, nur Bares ist Wahres. Was da auch mit hineinspielt, ist das Versprechen von Folgeaufträgen. Also manche sagen ja auch, ja, wenn du mir jetzt beim ersten Projekt beim Preis ein bisschen entgegenkommst, dann bekommst du ganz viele Folgeaufträge von uns und ja, wirst ganz viel gebucht von uns und das ist ja für dich dann voll der Nutzen und du musst nicht mehr so viel Akquise machen, bla bla bla. Und da frage ich mich halt immer, wir haben noch gar nicht zusammengearbeitet, du weißt noch gar nicht, ob die Zusammenarbeit funktioniert, ob du zufrieden bist mit meinem Ergebnis, das ich für dich liefere und so weiter und versprichst mir schon Folgeaufträge, das ist ja nicht. Macht überhaupt keinen Sinn, ja. Also wenn wir jetzt das erste Projekt gemeinsam machen um den halben Preis und du sagst dann, ja, taugt mir überhaupt nicht, wieso solltest du dann Folgeaufträge mit mir machen, ja? Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn, das zu versprechen. Und wenn jemand darauf besteht, dann würde ich sagen, okay, dann buche mal deine Folgeaufträge. Also wie viele Aufträge? Wie viel Budget, wie lange, also dass man das dann wirklich schon vertraglich und schriftlich festhält, dass es diese Folgeaufträge geben wird. Weil was halt normalerweise passiert, du machst das Projekt um den halben Preis und dann ist der Kunde halt weg. Und ja, die Folgeaufträge, weiß ich nicht, wo die dann sind. Was ich auch schon erlebt habe, ist, wenn jemand sagt, ja, ich habe ja auch selber schon viel Erfahrung im Texten oder selber so ein verkappter Texter ist, also wäre gerne Texter geworden oder so.
solche Kundinnen und Kunden reden dann halt gerne viel drein oder sie würden den Text am liebsten halt selber schreiben, aber sie können es halt nicht, sondern sie pfuschen dir dann halt immer in deinen Text hinein. Genauso bei Designern und so weiter. Ja, sie werden dir halt viel diktieren wollen, viel korrigieren und sie gestehen dir halt wieder deine Expertenrolle nicht zu. Also ich sage immer, jeder soll das machen, worin er gut ist, und wenn du gut im Texten bist, dann soll dein Kunde dich das machen lassen und nicht über die Schulter schauen und so weiter. Also das zeugt dann halt von fehlendem Vertrauen, fehlender Wertschätzung und dass du halt nicht als Experte angesehen wirst von dieser Person. Dann, wenn der Kunde dir seine eigenen Bedingungen diktieren möchte, weil wir gerade bei Diktieren sind, das hat auch die Christina geschrieben auf Instagram, ja, eben sowas wie, ruf mich um 10 an oder wir machen das so und so, anstatt dass er halt nach deinen Bedingungen fragt und diese würdigt. Also ein guter Kunde fragt halt, wie läuft die Zusammenarbeit mit dir ab, was muss ich beachten, was sind die nächsten Schritte und so weiter, weil er dich halt als Experten sieht, um dieses Projekt gut über die Bühne zu bringen. Und ich sage auch nicht einem Installateur, wie er jetzt meinen Wasserhahn installieren soll. Ja? Also da sind wir wieder bei Expertenrolle, dem anderen das Zugestehen und so weiter und Vertrauen. Und ich habe letztens auch einen Kunden gehabt, der auf Teams spezialisiert ist, und bei dem Projekt habe ich halt auch wieder viel über Teamarbeit hinzugelernt, und der hat halt auch gemeint, in der Teamarbeit ist es ganz wichtig, dass jeder das macht, was seine Rolle ist, und auch den anderen ihre Rollen zugesteht und nicht dann immer schaut, was macht der und was macht der, und immer überall kontrolliert, sondern jeder macht das, worin er gut ist, und das eben auch in einer Kundenbeziehung. Also jetzt bei Selbstständigen 1:1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass er mir inhaltlich sagt, worum es gehen wird, dass er halt Experte in seinem Bereich ist und ich bin Experte in meinem Bereich, im Texten und Online-Marketing, und sage ihm, wie er diese fachlichen Inhalte jetzt bestmöglich präsentieren kann. Aber ich sage ihm auch nicht, wie er seinen Job machen soll. Ein anderes schlechtes Anzeichen, ich habe ganz schön viele, wenn der Kunde deine Zeit nicht respektiert, habe ich eh schon angeschnitten, also zum Beispiel, wenn er erwartet, dass du halt alles stehen und liegen lässt für ihn, also er hat jetzt ein ganz dringendes Projekt und das muss bis morgen fertig sein, oder wenn er erwartet, dass du ständig erreichbar bist, also der ruft dich dann zu den unmöglichsten Zeiten an oder beschwert sich, wenn du nicht innerhalb von einer Stunde auf die E-Mail antwortest. Oder wenn er will, dass du kostenlos zu Meetings antanzt oder über alle möglichen Kanäle mit ihm kommunizierst, also zum Beispiel WhatsApp ist für mich ein ganz privater Kanal, wo ich nicht mit Kundinnen und Kunden kommunizieren möchte, genauso wie Facebook-Nachrichten. Und ja, da hilft es halt, wenn man seine eigenen Kommunikationsregeln und Öffnungszeiten sowas vorgibt. Also wenn man sagt, ich bin von 10 bis 17 Uhr erreichbar, und zwar per E-Mail. Und wenn du ein Telefonat haben willst, dann buche es bitte in meinem Kalender, so mache ich das jetzt, und dann machen wir eine Videokonferenz. Aber alles andere wird per E-Mail abgewickelt. Also so mach ich es. Das heißt nicht, dass du es so machen willst, aber das ist ein Beispiel für Kommunikationsregeln. Ja. Genau, und der gemeinsame Nenner von diesen ganzen Anzeichen ist, dass gute Kunden halt dir Respekt entgegenbringen, Wertschätzung, sowohl monetär als auch, da gibt es auch mal ein Dankeschön oder du hast es gut gemacht, ein Lob, ein Kompliment oder ganz normale höfliche Umgangsformen einfach, normale Gepflogenheiten. Und einfach auch die Menschlichkeit in der Zusammenarbeit. Also du bist kein Roboter oder Handlanger oder irgendwas, sondern dass es halt auf Augenhöhe abläuft. Und dass du trotzdem, obwohl es auf Augenhöhe ist, mit Anerkennung betrachtet wirst vom Kunden als Experte für dein Thema. Und was ich zum Preis noch sagen wollte, der Kunde soll dich halt wegen
deiner, also wegen dir buchen wollen, wegen deiner Erfahrung, wegen deiner Expertise, deinen Referenzen, Persönlichkeit und so weiter. Das kann man ja vorher schon alles zum Beispiel auf der Website darstellen. Aber er sollte dich halt nicht buchen wollen, weil du es billiger machst als alle anderen oder weil du schneller verfügbar bist als alle anderen. Also dann wirst du so zu, ja, zu einem Handlanger und nicht zu einem Experten. Und warum zähle ich diese Anzeichen jetzt auf? Es ist eben meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass du deine Kreativität schützt. Also gerade als Kreative sind wir oft nicht empfindlich, aber ja, sensitiver als andere. Und wenn du dann nur mit solchen Horrorkunden zusammenarbeitest, die ständig was von dir wollen und nie zufrieden sind etc., dann, ja, dann wirst du halt schnell ausbrennen emotional und auch von der Energie her. Und es macht dann halt auch keinen Spaß mehr, selbstständig zu sein, wenn man sich seinen Kalender mit solchen Kundenprojekten füllt. Und ich finde es halt ganz wichtig, auch Freude an der Arbeit zu haben, damit man eben auch langfristig und nachhaltig selbstständig bleiben kann. Und ich finde, Kundinnen und Kunden brauchen halt Grenzen. Und meine Erfahrung ist, dass sie die auch schätzen. Also ich habe jetzt noch keinen Kunden dabei gehabt, der gesagt hat, was, ich darf dich nicht rund um die Uhr anrufen, das geht ja gar nicht und so weiter, sondern die sagen, ja, okay, ja, sicher. Also es ist ja auch normal, so etwas zu fordern oder festzulegen. Das ist ja das Normalste auf der Welt und das wird auch jeder verstehen. Nur, ja, die Leute probieren es halt. Und mein Agenturchef früher hat immer gesagt, wir müssen unsere Kunden erziehen. Also da hat auch die Sarah auf Instagram geschrieben, ja, es kommt halt darauf an, wie man seine Kunden erzieht. Wenn du immer springst, wenn der Kunde was will, dann ist das so der neue Standard halt. Dann wirst du immer springen müssen, wenn er was will. Wenn du sagst, es tut mir leid, ich bin für die nächsten 3 Wochen ausgebucht und danach können wir gerne ein Projekt machen, dann erziehst du die Kunden halt dazu, dass du eben, ja, nicht springst. Und ich glaube auch, dass Kunden sowas wie Verzweiflung oder Unterwürfigkeit halt riechen können. Also die merken dann, ob sie dich herumschubsen können und auf dir rumtrampeln oder ob du halt von einer Position der Stärke und Ruhe und Selbstsicherheit kommst. Natürlich muss man sich das erst einmal antrainieren und erarbeiten und auch tatsächlich die Auftragslage haben, dass man sagt, ich bin jetzt auf diesen Kunden nicht angewiesen und ich kann es mir leisten, so aufzutreten und Nein zu sagen etc. Aber das ist ja quasi so das Ziel. Also du willst ja nicht von einzelnen Kunden so abhängig sein, dass die halt mit dir machen können, was sie wollen. Genau, und was ich dir noch mitgeben möchte, Nein ist ein vollständiger Satz. Also du musst das auch nicht immer so benennen oder erklären können, warum du jetzt mit einem Kunden nicht oder nicht mehr zusammenarbeiten willst, sondern einfach auf dein Bauchgefühl hören. Und wenn du sagst, ich fühle mich da irgendwie unwohl oder irgendwas passt da nicht oder ich möchte einfach mit diesem Kunden nicht arbeiten, dann ist es halt einfach so. Und ja, also man darf eben auch Nein sagen zu Aufträgen. Und der Kunde, oder man sollte sich auch nicht immer so vorgeben lassen von Kunden, wie man selber denken oder fühlen soll. Also es gibt ja auch so Kunden, die sagen dann, das ist ja nicht so schlimm, wenn man um 19 Uhr noch ein Telefonat machen will, das ist ja ganz normal in der Selbstständigkeit, der Kunde ist ja König und so weiter. Und da kann man dann halt sagen, nein, das sehe ich anders. Und ja, man muss nicht immer so wie ein Fähnchen im Wind eben alles so machen, wie der Kunde sich das vorstellt. Natürlich ist der Kunde auch König, aber man darf darüber nicht sich selber vergessen und aufgeben. Das Bauchgefühl ist wichtig, stimmt eigentlich immer. Ja, also es ist ja auch so, wenn man dann das Bauchgefühl ignoriert und sagt, na, ich probiere es einmal mit dem und so schlimm war es ja eh nicht und vielleicht war das ja nur ein Versprecher oder ich habe mich verhört oder so, man denkt sich am Ende dann doch immer, ah, ja, eigentlich hätte ich es eh schon gewusst und eigentlich hätte ich
das erkennen müssen und einfach aufs Bauchgefühl auch hören müssen. Also das war bis jetzt bei mir wirklich immer so, wo ich mir dann immer denke, okay, nächstes Mal weiß ich es noch besser. Und ja, zurzeit habe ich wirklich das Gefühl, dass sich nur mehr Leute bei mir melden, die wirklich zu mir passen, die mich eben als Expertin sehen, die mir das zugestehen und mit denen auch wirklich gerne arbeiten möchte. Aber um hierher zu kommen, ja, war es halt auch ein Prozess. Julia, oh ja, es gibt Termine, Telefonate, die so richtig Power und Motivation geben und andere, die einem total die Energie rauben. Da heißt es gut auswählen, ja. Also ich sage ja auch immer, gerade als Selbstständiger muss man sich halt überlegen, wem verkaufe ich sozusagen meine wertvolle Arbeitszeit. Also wenn ich nur mit solchen Kunden eben arbeite und die dann vielleicht auch noch schlecht zahlen, weil das hängt ja auch immer zusammen, also solche Kunden, die ich da jetzt beschrieben habe, die sind eben solche Schnäppchenjäger. Ja, ob es dann nicht gescheiter ist, wirklich mal Nein zu sagen und sich zu denken, ich warte lieber auf einen Kunden, wo alles passt und der mich auch gut bezahlt. Beate, versuchst du solche Kunden noch zu überzeugen oder sagst du einfach Nein, danke und verschwendest keine Zeit mehr? Also bei mir ist es so, ich habe mir immer gedacht, eigentlich sollte ich noch mehr nachfragen, wenn sich wer nicht mehr meldet oder ich müsste da noch besser werden nachzufassen oder so. Aber intuitiv habe ich das schon immer eher bleiben lassen. Also ich denke mir halt, wenn wer wirklich mit mir arbeiten will und wenn das passt, dann meldet sich der schon. Und das ist jetzt auch wirklich die Erfahrung. Also so wie ich vorher gesagt habe, wenn es passt, dann kommt das ganz mühelos zustande, diese Zusammenarbeit. Und ich habe jetzt auch wirklich für mich beschlossen irgendwann, ich renne keinem mehr nach. Wenn sich einer nicht mehr meldet, dann hat das seine Gründe. Und und ich vertraue halt darauf, wer mit mir arbeiten will, der tut's auch. Also ich kenne das auch von mir selber. Wenn ich jetzt irgendwie bei einem Anbieter anfrage oder so, oder ich denke mir, ich müsste eigentlich das und das mal auslagern, wenn ich es wirklich will, dann mache ich es auch. Und wenn ich mir denke, so, eigentlich ist es mir gerade nicht so viel wert oder eigentlich ist es mir egal, dann mache ich es nicht. Und auch wenn der Anbieter dann nochmal nachfragt oder so, ja, wenn ich es nicht machen will, dann mache ich es nicht. Susanne, wie sagst du einem Kunden, dass du nicht mit ihm arbeiten willst? Schiebst du zum Beispiel vor, dass du ausgebucht bist oder sagst du ihm gerade heraus, ich will nicht? Genau. Also ich habe jetzt einige Gespräche gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, weiß nicht so genau. Und oft ist es dann auch so, dass ich auch beim Kunden merke, dass diese Begeisterung irgendwie fehlt. Und das sind dann die sich dann nicht mehr melden. Und wenn ich dann auch nicht mehr nachfrage, dann passt das ja so, wie ich mir das gedacht habe. Wenn einer jetzt unbedingt mit mir arbeiten wollen würde und ich das Gefühl hätte, nein, da habe ich irgendeine Blockade oder ein ganz schlechtes Bauchgefühl, ja, dann würde ich sagen, ich bin jetzt leider ausgebucht oder was kann man noch sagen? Ich glaube, ich bin nicht die richtige Partnerin für dieses Projekt oder so. Also halt natürlich immer sachlich bleiben und auf einer Sachebene und höflich. Und also ich würde nicht sagen, ich will nicht, sondern es ist ja auch die Wahrheit. Also wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht, dann bin ich nicht die richtige Partnerin für diesen Kunden. Also ja, und das sage ich dann auch so. Susanne, wenn ich per E-Mail kontaktiert werde und die Person mir nicht den vollständigen Namen und nur eine Handynummer angibt. Genau, also ich finde es immer wichtig, dass man eine Person googelt und halt schaut, gibt es da irgendwie schon eine Website oder ein Impressum oder irgendwo einen Eintrag, wo ich sehen kann, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ist das wirklich halt ein seriöses Unternehmen. Ja, und wenn halt gar keine E-Mail-Signatur dabei ist oder irgendeine komische Gmail-Adresse, wo weder Vorname noch Nachname erkennbar sind, dann ist das schon mal so, Vorsicht ist geboten. Hanna, auch schon erlebt, Anrufe spät, abends oder am Sonntag. Ja, also das geht halt gar nicht. Und die Noemi hat auch auf Instagram geschrieben, sie bietet WhatsApp-Betreuung an und die Leute kontaktieren sie halt zu den unmöglichsten Zeiten. Und für sie selber ist das halt irgendwie logisch, dass man das nicht tut. Und es gibt halt Leute, die, weiß ich nicht,
Ja, die haben halt vielleicht nicht so eine Kinderstube mitbekommen oder so, oder für die ist das ganz normal. Und dann darf man und soll man, finde ich, meiner Meinung nach sagen, bitte kontaktiere mich nur so und zu diesen Uhrzeiten. Wie dann? Schwierig finde ich auch, wenn der Kunde nicht in meine Fähigkeiten vertraut. Warum geht er denn überhaupt eine Zusammenarbeit mit mir ein? Ja, ist mir schon einmal passiert und war sehr frustrierend. Ja, also gute Frage, warum er das dann überhaupt macht. Ja, kann ich dir jetzt auch nicht beantworten, aber ja, es ist auf jeden Fall schwierig und ich weiß nicht, vielleicht haben manche dann auch solche. Also es liegt auf jeden Fall nicht an dir, sondern halt dann oft an dem Kunden selbst, dass er eben sich irgendwie getriggert fühlt von deiner Expertenrolle oder ja, sich irgendwie abreagieren will oder ja, es liegt halt nicht an dir, sondern an dem Menschen dann selbst. Absolut schlimm sind Kunden, die dann nie erreichbar sind, zum Beispiel Materialien nicht liefern. Genau, also. Ich finde es halt gut, wenn man vorher wirklich einen Zeitplan macht und sagt, bis da und dahin brauche ich das und dann machen wir das und dann machen wir ein Gespräch und so weiter und das alles schon vorher in den Kalender eintragt und festzurrt und per E-Mail festhält und damit der Kunde halt auch weiß, es gibt einen Projektplan und wenn das nicht eingehalten wird, dann hat es Konsequenzen. Also zum Beispiel, dass das Projekt sich verzögert. Tanja fragt, was machst du mit Kunden, die nur mit Aufforderung oder sehr spät deine Rechnungen bezahlen oder manchmal gar nicht bezahlen? Ja. Also bei mir ist es so, dass meine Kunden in 90% der Fälle pünktlich bezahlen und ich glaube, das ist deswegen, weil ich halt erstens mal gebe ich 14 Tage Zahlungsziel vor, also sowohl in meinen AGB, die ich ihnen schicke, als auch im Gespräch sage ich es ihnen. Und auf der Rechnung steht es auch nochmal drauf und in die E-Mail schreibe ich auch nochmal rein, was das Zahlungsziel ist. Also da kann mir dann keiner erzählen, dass er nicht gewusst hat, dass er innerhalb von 14 Tagen diesen Betrag bezahlen soll. Ich habe es auch ganz lange so gemacht, dass ich nur einmal im Monat Rechnungen verschickt habe und zwar zum Monatsende, also so eine Sammelrechnung, so eine Monatsrechnung. Und ich glaube, das hat dann eben so eine Regelmäßigkeit und Dringlichkeit gehabt, wie zum Beispiel von deinem Stromanbieter, ja, also dem zahlst du ja auch jedes Monat die Rechnung und tust da nicht lang herum, sondern es wird einfach bezahlt. Genau. Also da würde ich mal bei dir schauen, wie klar hast du deine Zahlungsmodalitäten festgesteckt und kommuniziert. Natürlich gibt es manchmal Leute, die zahlen zu spät. Da habe ich auf meinem Blog einen Artikel, was man da alles machen kann. Also manchmal ist wer einfach auf Urlaub oder krank oder die Rechnung geht unter. Also einfach mal eine Woche später oder auch gleich nach den 14 Tagen, ja, ist vielleicht nur noch 17 Tagen, eine E-Mail schicken, Zahlungserinnerung im Betreff und ich schicke dann einfach noch einmal die Rechnung mit. Also ich schicke da noch keine Mahnung oder so. Sondern einfach, hey, die Rechnung war eigentlich schon fällig, bitte bezahl sie innerhalb der nächsten Woche oder so. Genau. Und wenn das halt öfters vorkommt, dann würde ich sagen, es tut mir leid, aber wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden, dann kann ich halt meine Projekte schlechter planen dadurch und dann müsste ich leider auf deine Projekte verzichten, so auf die Art. Tina, am besten gestern schon? Ja, das höre ich öfters. Ja, also. Da ist halt auch immer die Frage, jemand, der sein Unternehmen so aufbaut, also ich bräuchte das Logo eigentlich schon gestern, wie nachhaltig und professionell kann dieses Unternehmen aufgebaut sein? Also ja, da ist halt, oder das sind dann manchmal so Leute, die irgendwie erwarten, dass du jetzt der große Retter bist, der ihr Unternehmen rettet und sie lagern das ja jetzt sich an dich aus und sie zahlen dir ja jetzt 1.000 € und so auf die Art, na dann muss ich ja mehr Kunden gewinnen durch dich, ja, aber du bist halt dafür verantwortlich, dass du ein bestimmtes Ergebnis lieferst, aber du kannst nicht das ganze Unternehmen des Kunden retten. Ich habe schon gehört von einem Kollegen, wir brauchen den Businessplan morgen beim Pitch. Ja. Das ist dann natürlich suboptimal und ja, wieder eine Frage der Professionalität.
Über selbstbewusst, das Wort ist super, ja. Also nichts gegen Selbstbewusstsein, ich finde Selbstbewusstsein ist super, aber wenn halt wer so irgendwas kompensieren muss durch sein Auftreten und dich halt dabei so runterspielt, damit er sich toller und besser fühlt, dann möchte ich mit so einer Person halt nicht arbeiten. Oje, hatte ich auch schon diesen unhöflichen Ton, ja. Also oft hört man es ja eh schon aus der E-Mail heraus, wie die formuliert ist, ob da ein professioneller, geschäftlicher Umgangston an den Tag gelegt wird oder nicht. Daniel, am besten wäre es, wenn alle Texter eine Einzugsermächtigung als Standardzahlungsweise einführen würden, dann würde man sich einiges an Zeit sparen. Ist ja oft eine Frage der Konditionierung, siehe Finanzamt. Ja, also Einzugsermächtigung, ja, wenn man einen Dauerauftrag hat, also zum Beispiel ein Jahr lang, jeden Monat zwei Blogartikel oder so, warum soll man dann nicht eine Einzugsermächtigung machen oder vorschlagen? Weil es nimmt dem Kunden ja auch wieder Arbeit ab. Anstatt dass er jetzt 12 Rechnungen bezahlen muss, gibt er mir halt einmal die Einzugsermächtigung. Woran man gute Kundinnen und Kunden erkennt, woran schlechte. Ich meine, ich will jetzt auch nicht so Leute bewerten oder vorverurteilen, aber es gibt halt einfach Warnzeichen, die immer wieder auftauchen, wo man dann schon irgendwann ein Ohr dafür entwickelt, wie das dann in einer weiteren Zusammenarbeit verlaufen könnte. Marianne, viele klare Worte, danke Lilly. Ja, sehr gerne. Manche können mit so klaren Worten nicht so gut umgehen, also ich habe vorher schon wieder ein böses Smiley gesehen, aber ja, das ist dann halt so. Also ich werde mir keinen Maulkorb deswegen anlegen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und vielleicht wollt ihr euch ja mal überlegen, mit welchen Kunden will ich arbeiten, mit welchen nicht, was sind so meine Standards oder meine Voraussetzungen, dass eine Zusammenarbeit zustande kommt, wie kann ich das transparent schon im Vorhinein kommunizieren und so weiter. Genau. Danke, danke, danke. Sehr gerne. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder am Donnerstag um 12 Uhr. Tschüss, danke.